Hi Leute, jetzt sind wir hier im Auto und wir begeben uns jetzt auf eine Reise in Transsilvanien. So, genau dort runter. Dann ab hier zu Fuß gehen. Weiß, was uns erwartet. Ziel ist es, dieses Fragezeichen aufzudecken. Dann werden wir zu dem Fragezeichen fahren, zu dem Fragezeichen. Dann dieses Gebiet hier anschauen. Ja. Da habe ich ja schon ein bisschen was. Gut. Dann haben wir es da unten. Hochsitz oder so wahrscheinlich. Was anderes. Umf gibt. Das ist ein Anstand. Fast schon. Mal kurz schauen, ob man was sieht. Eigentlich auch die Reise dorthin zu Fuß. Warum nicht eigentlich? Da daneben im Wasser. Schauen wir mal, was uns Transsilvanien bietet in dieser Folge. Das Gefühl, es leuchtet, aber da glänzt es nur so. Sonne. Da drüben über das Wasser gehen. Und tiefer eindringen. Die Wildnis. Es ist sehr ruhig hier.
So. 1,9 Kilometer haben wir dorthin noch. Sehr ruhig. Also wirklich nichts eigentlich los. Das auf jeden Fall. Kein Mucks, kein Ton, kein Knacks, kein Nix. Gar nichts, oder es gibt ja nicht. Wir rennen jetzt seit gefühlt, oder gefühlt, ich kann ja schauen. Aufnahme geht 7 Minuten und 40 Sekunden und wir haben nicht einen Knacks, nicht einen Mucks gehört. Sondern dass es ganz Transylvanien so abgeht. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Gehen einfach da so rüber und wenn nichts ist. Kein Knicks und kein Knacks hier im Spiel. Vielleicht war einer vor mir hier. Da Knick-Knacks gemacht, denen, die hier waren. Doch bei mir gibt's nichts außer Knicks, Knacks unter mir. Ab und zu ein Falke am Himmel. Und auch der ist nicht mehr da. Vögel im Wald. Enten auf Distanz. Was interessiert keinen. Ich will wissen. Traurige Ausbeute bislang. Also, das wird wahrscheinlich eine extra lange Folge. Machen heute den Wandersimulator, nämlich, habe ich gedacht.
Du, da ist ja gar nichts. Das gibt's ja wirklich nicht, Alter. Renn jetzt ein bisschen, weil ich würde jetzt nicht spazieren gehen. Man, ich werde jetzt genau, wenn wir dann dort sind, macht Knicksnacks und alles rennt weg. Aber das wäre mir auch egal, weil dann kommen wir ja wieder hinterher. Pirschen. Aber ansonsten, Transsilvanien bietet mir jetzt momentan genau das, was ich nicht wollte. Da ist gar nichts. Gibt's nicht. Es gibt es nicht. Also es kann mir. Wir sind bei einem Dings vorbeigelaufen. Gut, da gehe ich jetzt nicht hin zurück. Fahr ich mal mit dem Auto hin. Hätte ich gewusst, war ich sowieso alles mit dem Auto gefahren. Da geht's jetzt in den Wald vorne rein, aber. Ich überlege, ob wir uns nicht da rausbauen und dann runtergehen sollen, wenn wir dort waren. Gibt's nicht. Also, wir rennen seit 14 Minuten herum und haben nicht einmal Knicksi-Knacksi gehört. Oh. Hinterher. Hinterher. Wir wissen alle, was das ist. Ein Wildwechsel. Bin gespannt, was da unten ist. Enten. Wildschweine. Geht. Die Reise beginnt ab dem Wald. Merkt euch das. Gut, natürlich machen wir heute jetzt eine extra längere Folge. In hunderten Metern. Der Baum ist auf. Gut 100 Metern. Ist das genau hinter der Kuppel? Sehen die? Wir müssen jetzt ganz langsam reinpirschen, damit wir einen Abschuss kriegen.
laut, aber. Aber die graben, glaube ich. Ganz ruhig. ganz ruhig. Bam. ja. Nichts mit dem Abschluss. Scheiße. Das war's. Typische Alex-Aktion. Okay, wir gehen raus auf die Straße, die werden eh Richtung rauf rennen. Schade. Aber weil es mich genau angeht und ich wusste, es wird gleich Tempo machen und dann war ich zu hektisch einfach. Halt wirklich viel zu hektisch. Eieiei. Ärgert mich. Gut. Ganz ruhig. Kommen Sie ja vielleicht hoffentlich nochmal in die Quere jetzt. Da oben ziehen Sie. Männlich Jungtier. Männlich Jungtier. Erwachsen. Ausgewachsen. Ganz links, rechts vorne der. Puh. 200 Meter. Hat gezeichnet. Holen wir uns die Sau, oder? Die Drecksau, ey. Sehr, sehr schön. Ja, keine Markierung gesetzt. Müssen wir uns echt angewöhnen, dies zu tun. Liegen tut es auf jeden Fall. Ja, da oben liegt sie auch schon. Sehr schön. Haben wir gut gemacht, da kann uns auch keiner auslachen. Jetzt dreht den Wald als rauf, auch gleich. Und damit trocken. Eine.
Runter. Macht man so bei Wildschweinen. Aber wenigstens haben wir Knicki-Knacki wieder. Jetzt hatten wir hier nichts. Der Uderlei. Schau mal, es wird eine zweite Folge geben in Transsilvanien. Wenn die genauso ist, dann Spielwechsel, also Kartenwechsel, nicht Spielwechsel. Gibt's ja nicht, dass hier gar nichts lebt. Was, wisst ihr, was ich meine? Also. Ich sage, es würde weglaufen und es erschrickt. Okay, das ist meine Schuld. Aber so ist es ja bodenlos eigentlich. Ich meine, jetzt sind wir diesen Weg da gegangen, von darüber, und haben gerade mal einmal Wildschweine gesehen. Das ist eigentlich nicht gebrannt. Hat sich, glaube ich, erledigt damit. Ja, wagen wir uns in die nächste Folge. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.